Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hand of Fate 2, der Kampagne. Und er wollte in der letzten Folge anscheinend, dass wir noch ein bisschen leben. Mal gucken, wie seine Laune jetzt ist. Oder besser gesagt, die weite Wildnis ist einladend, ihre Gaben reichhaltig. An einem Flussbett findest du einige Münzen. Dankeschön. Er ist gerade lieb zu uns, das gefällt, also das, die Karten sind gerade lieb zu uns. Nicht, vielleicht nicht mal er, sondern die. Ich traue dem Spiel nicht. So, Landkarte. Alte Frau. Das heißt, hier oben können wir jetzt gefahrlos rum. Und könnten dann theoretisch zum Marktdieb kommen. Oder ich gehe jetzt hier rüber, mache die beiden erstmal, dass wir hoffentlich da eine Mission kriegen und dass wir hier das da holen können. Hopsi, hopsi. Tempelgebet! Natürlich spenden wir was. Bankett des Spielers, Goldfanatiker, Amulett des Bettlers, Jagmirs Belohnung, die ist neu. Nach 4 Kämpfen gegen die Farbe verderbt, ziehe 5 Zugewinnkarten und lege diese Karte ab. Och, die nehmen wir einfach mal. Klingt gut. Jawohl. So, 6 Gold weniger. Und... Törtchen, Pasteten, exotische Lügen. Per Zufall triffst du auf einen Holzkarren des Schwer. Wir kennen es ja schon mal. Ich bin gespannt, was er jetzt dazu sagt. Da bin ich gespannt. Der alte Bauer bietet seine Waren vorbeiziehenden Leuten an Törtchen, Pasteten und Tropenfrüchte. Okay, er sagt gar nichts dazu. Unser kleiner Halunke hat ja da immer so einen paar netten Satz dabei. Und ich würde sagen, wir kaufen die Tropenfrüchte und schau mal, wie gefällig es wird. Chester überreicht dir einen Beutel, der allem Anschein nach Kiesel enthält. Er besteht darauf, dass es Früchte aus dem Wüstenland sind und ermutigt dich, auf eine abzubeißen. Sie ist in einem weichen, schwammigen Fleisch gefüllt und dass da Brombeere schmeckt. Okay. Eine Zeit lang steht Chester der Tropenfrüchte lächelnd an. Mal gucken, was für einen Preis wir rausholen können. Ah, toll! Ich treffe natürlich die falsche Karte. Tut mir leid, Chester, kann ich nicht. Sonderbar gekränkt. Das tut uns jetzt fast leid. Ja, die war aber nett. Nur Verlustkarten, kann man sagen. Ah, gut. Ja, einladen, Gaben. Wir finden wieder Münzen. Chester, komm zurück. Wir können sie jetzt kaufen. So, die Frage ist jetzt nur... Diese hier oder... Wir vertrauen auf unser Glück. Gefährliche Wildnis, natürlich. Frostfallensteller und Stahlmusketen. Ich glaube, ich bin mit meiner Schwerwaffe ganz gut. Ich auch. Ich auch. Mit schnellem Auge kann man das ja bei den Karten halbwegs verfolgen. Problem ist, es klappt nicht immer. Ja, mach du das da mal. So, komm her, mein Digga. Dich mache ich jetzt erstmal hoffentlich... Aua, verdammt, zu spät gedrückt. Dieses Mal rechtzeitig. Jawohl, er hat alle drei erwischt, das war nice. Hua. Ja. Bam. Uiuiuiui. Sieg! Das sollte hoffentlich ein bisschen Ruhm geben. Ein bisschen Ruhme. Na, du erhältst 2 Ruhm. 3 Begegnungen aufdecken. Okay. Da ist auch übrigens die Weggabelung. Das heißt, da sollten wir uns vielleicht als letztes zuwenden. Weite Wildnis ist ganz nett. Heimtückische Wildnis nicht unbedingt. Interessant. Und ein bisschen Gold. Jetzt müssen wir den Halunk,
den Halotri da oben ja mal erwischen. Und vor allem gut erwischen. Ha, wie nett. Was finden wir denn? Einige Münzen. Ach, wie nett. Das Schöne ist... Komm, jetzt brauche ich jetzt mal Nahrung. Wäre mir lieber. Einen köstlichen Duft folgend findest du einige herzhafte Morcheln. Du sammelst sie ein, um daraus ein nahrhaftes Mahl zuzubereiten. 5 Max Leben! Ja, Morchel wäre mir jetzt lieber gewesen, wenn ich ehrlich bin. Gnarf. Hops, hops, hops. So, komm her, du! Gestohlenes Relikt. Inventar. Wir brauchen gegen die Jungs wahrscheinlich... Ich glaube, ich probiere es mal. Mit der hier. Sie weichen zwar viel aus, aber mit den kleinen Waffen habe ich auch absolut kein Glück gehabt, ne? Wir probieren es. Im Zweifelsfall entkommen sie uns oder besiegen uns. Ich glaube, die zu erwischen wird sowieso die größte Herausforderung hier in diesem Abschnitt sein. So. Und... Ah, das kann aber nicht. Die sind aber auch immer schnell, die Jungs. Zack und hab und hier und da. Komm. Jawohl, Schwertkämpfer. Als Errungenschaft da gerade gewesen. Nein! Nein! Ich habe noch verteidigen gedrückt und erwischt mich doch noch. Ach nö. Das kann doch nicht sein. Die Mission ist so mies. Perhaps different arms would find you faring better. Or more skills. Dankeschön! Oh, more skills! Oh, das ist so fies. Das ist so gemein. Dafür, dass du dem Kartenzeichner so sehr mit der Karte geholfen hast. Duell! Not this time. Ja, leider nicht. Oh Mann. So gut geschlagen. So, jetzt sehen wir es auch mal. Das wäre dann die 5. Mission, die wir machen. All dead, the dreams we had. Ja, das ist wahr. Es ist wahr. Wir können theoretisch auch was anderes machen, aber ich will den verdammten Kaiser erledigen. Boah, Gnarf. Vor allem, ich hab den ja noch den letzten Halunken versucht mit der Rolle und mit rechter Maustaste auszuweichen. Und er springt uns hinterher, weil ich wollte unseren Kumpel zurückholen. Verdammt, Elle, ja, 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 komm, kennen wir schon, Hobbs, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt hier etwas flotter durchklicke. Aber nach dem dritten Mal brauchen wir das, glaube ich, nicht. Und da sind wir wieder. In der Wildnis. Diesmal haben wir auch nur das vernachlässigte Schwert. Ich nehme auf jeden Fall das mit. Hm? Doch, hat er gemacht. Alles klar. Finde 4 Relikte fürs Kaiserreich. Fängt so an wie das letzte Mal. Wahrscheinlich liegen die Karten sogar ganz genauso wie beim letzten Mal. Das wäre interessant. Okay. Ja, schon wieder von vorne. Nein, sie liegen anscheinend nicht so wie beim letzten Mal. Eine neue Ausrüstung. Schönes Schwert wäre schön. Ja, Kate, nehmen wir auch. Deal with them if you will. Yep, werden wir auch. Ja, wir werden mit ihnen handeln. Ihnen etwas geben. Hier, ihr kriegt das Schild. Die beiden klingen... Ah. 10 Max Leben. 5 Max Leben.
Danke und Ruhm. So. Oh, die wollen es wissen. Die kommen zu uns. Frau in Not. Würfelziel 14. Mal gucken, ob es dieses Mal klappt ohne Hilfe. 13. Okay. Nummer 13. Würfel annehmen. Auch wenn er für 3 Runden dann gesperrt ist. Aber ich habe keine Lust, gegen sie zu kämpfen und ihre Banditentruppe. Außerdem bringt das so uns Ruhm. 3 Nahrung. Gold. Ruhm. Läuft. Der Start war viel zu gut. Es kann jetzt eigentlich nur noch komplett böse werden. Noch... Ja, sicher doch. 100%ig kann es nur noch böse werden. Es kann nicht sein, die ganze Reihe lang nur Gutes geschieht. Jetzt auch noch der Tempel hier. Wir spenden ein bisschen was. 2. Anlauf. Hm? Erhöhe dein Leben im Kampf auf 75, wenn das Leben unter 25 fällt. Lege diese Karte danach ab. Klingt gut. Amulett des Bettlers. Nee. Nein. Nee, habe ich gesagt. Das da. Maximal weniger als 25 bekommst du Nahrungszugewinn oder Ausrüstungszugewinnskarte ablegen wird, um. Die wäre vielleicht auch mal interessant. Hm. Plus 4 Nahrung nach jedem Würfel-Gambit. Ich werde die, glaube ich, nehmen. Weil Nahrung war bisher unser mit eins der Probleme hier. Und vielleicht, wenn du, je nachdem wie viele Würfel-Gambits kommen, ne, man weiß ja nicht. Hopp. Tiefes Wasser. So, kurz ins Inventar. Passt. Würde ich mal sagen, ja, kämpfen! Dum, da, da, dum, 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 da, 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 da. Na los! Oh. Natürlich haben sie mich getroffen. Aua, nicht von hinten! Das ist fies! Ja, la, 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 la. Nee, 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 nee! Dass er seine eigenen Leute nicht röstet, ist auch gemein! So, wir gucken uns erstmal um die hier. Okay, du willst es also so wissen? Hui, das war knapp. Okay, so, jetzt reicht's mir. Stirb! Sag jetzt mal lieber nichts. Keine Ahnung. Vielleicht nicht sein Spiel oder kein Zeichen. Wer weiß, wer weiß. Der Blut deiner Gegner läuft allmählich zu Pfützen zusammen. Wir erhalten 4 Ruhm. Und Kardinalsklinge. Ja, die will ich haben. Do you use this for its holy virtues or its cutting edge? Wegen ihrer scharfen Schneide, Kumpel. Wegen ihrer scharfen Schneide. In your life. You will have wandered endless intersections, yet this one sticks with you. Why? What is it in your memory that catches? Gefährlich, Armdrücken, heimtückisch, heimtückisch. Okay, Armdrücken finde ich gut. Also böse Wildnis, Wildnis, wo wir kämpfen müssen, böse. Also die drei müssten wir meiden. Die drei könnte man machen. Okay, du erreichst einen Wegweiser, der den möglichen Wege den Gen Osten und Westen anzeigt. Huch, und da haben wir den verschlagenen Händler. Wir versuchen es natürlich erstmal wieder mit dem besseren Preis.
feilschen um 5. Das sollte aber gut gehen. So, wieder 13. Wir kaufen das Relikt wieder für 27. Dieses Mal haben wir keine 40 über. Also es wiederholt sich nicht alles. Ja, und da haben wir wieder den verfluchten Helm. Kann ich ihn nicht an unseren Kumpel geben? So. Alles klärchen, das haben wir. Gefährliche Wildnis, Inventar. Kardinalsklinge, soweit passt alles. Jawohl, jawohl, jawohl. Es sind zwar Diebe, aber da können wir mal an den Dieben wieder das gute Schwert ausprobieren. Und dann gucken wir mal, dass wir es dieses Mal auch endlich hier durchschaffen. Yay! Na komm her, Lumpen! So, erstmal hier schön durchschnitzeln! Aber was denn der da hinten? Das ist aber unfair hier, zweimal zu schießen! Das war unnötig? So! Das war einfach! Sagte er und wusste, dass es gleich vorbei sein würde. Oder einfach ist. Gefährliche Wildnis. Wie kriegen wir da rum? 10 haben wir schon, alles klar. Und ein neues Ausrüstungsteil. Berserker Credo oder den Brandhämmer. Schadensverbesserung, gleiche Rüstung. Ich nehme den Berserker. Ja, gegen die Tunika. Und noch mehr Nahrung. Und sie kommen auch langsam näher und wir sollten mal lagern. Und da kommt wieder ein Händler herbeigeschissert, aber wir kochen uns erstmal ein paar Nahrung. Das sollte reichen, hoffe ich. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Anschauen, Zuschauen und bis dahin. Tschüss.